Freunde der gepflegten Kanzelunterhaltung, servus miteinander. Folgendes Thema haben wir heute, und zwar, ihr fragt ja immer wieder, was wir jachtlich so nutzen. Und haben jetzt gedacht, wir stellen alle mal unsere Lieblingswaffe vor. Lieblingswaffe, beziehungsweise bei manchen ist es die einzige Waffe. Wie bei mir. Ja. Also die einzige Büchsen? Ja, die einzige Büchsen. Was mir halt hauptsächlich, bei mir muss ich sagen, was ich hauptsächlich, ab und zu nehmen wir mal anders mit, aber hauptsächlich habe ich immer dasselbe. Wenn du mit einem Quer zufrieden bist, da können auch fünf andere, du langst immer nach dem selben. Richtig. Das ist so. Richtig. Also wir werden uns jetzt einmal die Büchsen, wenn wir euch mal vorstellen, was wir so auf Yacht hauptsächlich nutzen. Der Olli ist heute da, der hat einmal seine mitgebracht. Das ist, das kann ich noch vorwegnehmen, Hähneljäger 10. Genau. Und jetzt muss das Wort am Olli übergeben, weil ich kann zu dem Quer nichts sagen. Ich habe noch nicht damit geschossen, ich habe es mal in der Hand gehabt. Aber sonst kann ich nichts dazu sagen. Es ist optisch ein hübsches Quer, muss man sagen. Dankeschön. Das muss er da lassen. Ist ja am Anfang auch mit entscheidend, dass es einem gefällt. Ne? Das muss, ein Quer muss sein wie ein Fraß, sonst heißt das nicht. Genau. Ja, das muss schön sein, das muss dir gefallen. Genau. So, also jetzt übernimm. Wir haben die Hähneljäger 10 in der Variante Standard. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, weil es gibt unzählige Varianten. Die gibt es auch noch in Kunststoff, da gibt es die Compact. Dann gibt es noch welche, die mit einem stärkeren Kaliber sind. Die sind dann auch noch länger, ist ja klar. Dann die Magnum-Varianten. Ja, genau, die Magnum-Varianten sind etwas länger. Das ist ein ganz normales Nussholz, ist wertig, ist zweckmäßig, ist aber nie übertrieben, weil ich bin ein Jäger, bei mich muss das was aushalten und man sieht es auch schon ein bisschen, es hat schon hier und da ein bisschen Macken mitgekriegt, aber das stört mich überhaupt nicht, weil es ist ein Gebrauchsgegenstand wie ein Fahrzeug und ich habe kein Auto, dass ich es zweimal im Monat poliere und dann bloß noch die Garage stelle. So ist es bei mich mit dem Gewehr auch, also das hat schon hier und da seine Glatzen, es ist einfach so. Da ist es dann auch, also meine ich, wenn man es jetzt so, wer es hat, kann es machen. Wenn du da manche anschaust, die haben dann ein Quer für 7.000, 8.000, 9.000 Euro mit Wurzelholz. Ja, und führen es einmal im Jahr auf der ganz bestimmten Jagd. Ja. Weil man ja da dem Gusto entsprechen muss. Ich meine, wer da einen Splin dafür hat, kann er machen. Ich möchte mit so einem teuren Holz und mit so einem empfindlichen Holz vor allem nicht auf Jagd gehen, weil ich kenne mich. Ja, ist bei mir genau dasselbe. Ja, deswegen, ich habe einen Kunststoff, aber man muss schon sagen, ich weiß, wie es in Kunststoff ausschaut, das Holz macht schon was her, das ist schon eine andere Nummer. So, machen wir mal weiter, Kritikpunkt, wo ich gleich sagen muss, was du aber vorher nicht gewusst hast. Sag's. Du hast jetzt einen Schalldämpfer nachgerüstet. Ja. Du hast einen langen Lauf. Ja. Es ist jetzt verdammt lang, man, das ganze Ding. Obwohl der Schalldämpfer schaut her, die Spanne sind ungefähr 20 cm. Was hat denn der? 15 cm vielleicht? Das ist ein Overbarrel. Ja. Also so lange ist er regulär. Also falls ihr mit dem Gedanken spielt, euch ein Hähneljäger 10 zu kaufen und einen Schalldämpfer drauf zu machen. Dann nimmt ihr die Compact, dann müsst ihr aber in ein Gras beißen und müsst die Kunststoff nehmen. Also die Holz gibt es nur mit dem langen Schaft? Meines Wissens gibt es die Compact nicht in Kunststoff. In Holz. In Holz, ja, genau, ja. Richtig. Da müsst ihr euch beraten lassen, außer ihr sagt, das stört euch nicht, wenn es so lang ist. Also die gibt es in wahnsinnig verschiedener Varianten. Mehr gibt es auch mit verstellbarer Schaftbacke. Dann gibt es welche schon vorgerüstet mit Picatinny-Schiene. Also da gibt es wirklich einiges. Man müsst euch halt was rausholen. Es gibt auch welche extra für die Frau. Das ist dann die Lady, glaube ich, heißt sie. Ob das immer so Sinn macht, ich weiß es nicht. Dann gibt es noch welche mit viel wertigerem Holz. Aber das wollte ich ja, wie gesagt, nicht. Ich habe jetzt die. Ich dachte nicht, dass ich mal mit Schalldämpfer jag. Jetzt mache ich es. Müsste jetzt den Lauf kürzen und bibabub. Da habe ich keine Lust drauf. Kann man auch gleich dazu sagen, das hat standardmäßig M15x1 Gewinde für einen Schalldämpfer drauf. Wenn ihr das so kauft, ist da vorne wie sagt man dazu? Also Mündungsschutz halt. Ja, eine Mutter halt drüber, die wo das Gewinde schützt. Und ihr habt dann Kimme Korn, das habe ich jetzt logischerweise runter. Da ist dann eine Fluchtvisierung. Und ich finde, das sieht man dann auch, Merkel und Hähnel hängt ja ein bisschen zusammen. Also die Drückjagdversierung, wenn du siehst, dann sagst du, das ist dieselbe wie auf der Helix. Habe ich noch nie drauf geschaut. Aber ja, ich habe es ja auch nicht drauf. Das mit schönen Leuchtdioden, es ist wirklich wertig. Ich habe auf der Helix einen Schalldämpfer, da ist auch kein Korn drauf. Also wie gesagt, ich habe mir dann halt den Schalldämpferadapter drauf gemacht und fertig. Das mit dem Schalldämpfer, das macht man euch. Man sieht ja, wie ich da drauf tue, steht es dann hier. Ja. Das ist halt einfach ein Adapter, den musst du auch gleich nochmal ins Gewinde schrauben. Bums, fertig. Das könnt ihr machen wie eine Weltall-Montage, musst du sagen, weil die ist hochwertig. Das ist eine Dendler-Montage. Wenn ich auf Drückjagd gehe, ich schieße mit offener Visierung. Warum macht ihr das? Weil ich es will, weil ich es kann, weil ich damit treffe. Ich gehe damit auch in ein Schießkino. Was bei der Dendler auch klasse ist, ist hier dann die Rille. Da kann man auch die offene Visierung damit noch nutzen. Dann musst du aber deinen Schalldämpfer runter machen. Ich muss den Schalldämpfer runter machen. Aber ist ja Drückjagd und Schalldämpfer.
Genau. Ja. Also wie gesagt, da war nichts drauf, die ist dann darauf aufgebaut worden. Es gibt welche mit der Picatinny-Schiene schon vorgerüstet drauf. Aber ich wollte kein Picatinny, ich wollte Dendler. Würde ich auch jedem empfehlen. Kauft euch einen Dendler, da seid ihr fertig. Ja. Das ist ein vernünftiger Montage. Also, was ist an dem Gewehr so toll? Was gefällt mir da dran? Ich muss dazu sagen, aber Teile sind aus Kunststoff. Stört mich überhaupt nicht. Guckt nach eure Autos, wie viel Kunststoff da drin ist. Und haben manche 60.000, 80.000 Euro dafür bezahlt. Und ihr habt trotzdem auch einen Kunststoff drin. Also, es ist, ja, jeder Kunststoff ist gleich Plastik. Muss man gleich dazu sagen. Doch, das ist so. Wir haben ein Magazin dabei, wo auch schön der Name nochmal draufsteht. Das sind 3 plus 1. Das ist ein Metallmagazin, das muss man dazu sagen. Ne? Ein Metallmagazin, die Blenden ist aus Kunststoff. Das finde ich hier sehr schön. Das muss man zweifach verrasten. Wenn man am Anfang nicht aufmerkt, dann könnte man es jetzt zum Beispiel auch nur so machen. Dann sieht man aber, dass das hier nicht richtig sitzt. Merkt man dann beim Laden, weil die Patrone nicht mitgenommen wird. Also man muss es oben und unten verriegeln. Und das Schöne ist, da passiert nichts. Ich, wenn jetzt an der Brüstung sitze und ich schiebe und ich mache und ich tue und ich muss da irgendwas machen, da bollert nichts raus. Die Entriegelung ist hier sehr schön. Die ist hier, wie man sieht. Man kann sie von beiden Seiten kann man sie öffnen. Und dann entnimmt man das einfach. Also das ist hier die Klappe. Auch Kunststoff macht mir nichts. Also doppelt verriegeln, dann hält es. Und das, was mir auffällt, das ist ein Drum. Da ist keine Kanten. Ja, das ist ein Hängerblatt. Wie in einem Guss, ja. Also, das haben sie gut gemacht, die Freunde. Das muss ich sagen. Da bollert nichts aus Versehen runter oder so. Wir haben hier die Schrauben mit Entlüftungen. Belüftungen, wo man dann von oben ein bisschen, falls jetzt Feuchtigkeit von oben reinkommt, kommt unten auch ein bisschen Luft rein, dass es nicht zusammenmockt und stinkt. Das oder ist faut. Muss ich sagen. Ne? Besonderheit bei der Waffe, die mir sehr gut gefällt, also die Waffe ist entladen, es ist keine Munition drin. Sie ist jetzt schon gespannt. Wie spannt die Waffe sich? Die Waffe spannt sich hier, indem ich, jetzt habe ich sie entspannt, also die Waffe spannt sich, indem ich den Kammerstängel öffne. Da ist er jetzt schon gespannt. Jetzt ist er gespannt. Und das finde ich auch sehr gut, wenn man nachts auf Saun ist, ne, mit die Händen, da kann man gucken, ist meine Waffe gespannt oder ist sie nicht gespannt. Aber das da hinten ist gut. Ja, also man hat immer an... Hast du immer Kontrolle visuell, ja, wie auch... Genau, oder wenn man sie abstellen will im Schrank, man will sie ja nicht nur gespannt in einen Schrank einstellen. Genau. Da sieht man, ob sie gespannt ist oder nicht. Besonderheit an dem Ding ist, muss ich sagen, weil es war, das hast du mir schon mal erzählt, die normalen neuer Repetierer, so jetzt einmal, am einfach an normalen, wie sagt man, entweder einen Feinabzug oder einen trockenen Flintenabzug. Genau. Der Olli hat nur einen Stecher zusätzlich. Genau, ich schieße mit Stecher sehr gern. Ich habe einen Rückstecher oder auch französischen Stecher. Sieht man ja dann hier. Und da ist noch eine Besonderheit, wo extrem gut macht es vor Händel. Jetzt können wir das natürlich aus der Prüfung mit dem Endstechen, mit dem Pinzettengriff, wo es ja auch die tollsten Geschichten drüber gibt. Das Problem habt ihr bei der Waffe nicht. Ihr seid draußen, euch hat das Jagdfieber gepackt, der Lebenskeiler war da. Ihr wart im Anschlag, ihr kriegt dann hier rein, ihr könnt dann hier schießen, kann Kugel fangen. Dann denkst du dich irgendwann, ach scheiße. Und dann Eingestochen ist und dann sollst du da bam. Ne? Ja. Also müsst ihr da nicht machen, macht dann einfach auf, ist er entstochen. Das ist richtig gut gemacht, das muss ich sagen. Kann man denn, den kann man aber gesichert auch entstechen. Aber eine Sicherung kann immer versagen, muss man sagen. Ja. Also man kann ja wahrscheinlich gesichert entstechen. Ja. Oder wir machen es wieder anders. Ja. Kriege ich ihn nicht auf. Besonderheit bei der Waffe, ist hier das Hebelchen, drücke ich drauf. Und dann geht er auf. Bekomme ich trotzdem auf. Also das ist bei vielen nicht so, gerade bei den Alten. Was da immer. Die bringst du gesichert nicht auf. Die bringst du gesichert nicht auf. Geht das bei dem. Teil. Das ist jetzt gut, wenn du abbaumen willst. Es ist dunkel, bist da ein bisschen müde oder sonst irgendwas. Das sollte natürlich nie die Waffenhandhabung in irgendeiner Art und Weise in der Qualität beeinflussen. Man nimmt das Magazin raus. Es ist ja mal eine Patrone noch drin. Waffe war zu. Waffe ist gesichert. Kriege ich nicht auf. Hier habe meine Pufferpatrone, die habe ich ganz vergessen. Nehmen wir mal. Also ich habe das Magazin jetzt mit Pufferpatronen geladen. Es ist keine scharfe Munition, nichts. Zweimal verriegelt, gesichert. Ihr seid oben auf dem Ansitz. Seht die Sau. Stecher, bla bla bla, haben wir ja gerade eben schon gemacht. Ansitz ist vorbei. Und ich hoffe nie, dass das irgendjemandem passiert. Aber es könnte ja sein, dass man vergisst, dass man eingestochen hat. Das sollte niemals vergessen. Jetzt wollt ihr draußen abbaumen. Wie baumt ihr ab? Ich baume so ab. Ich nehme das Magazin raus, stecke es ein. Jetzt habe ich ja noch den einen Schuss geladen. Jetzt müsste ich beim normalen Repetierer entsichern und aufmachen.
Habe aber die Problematik, dass die Waffe entsichert ist. Genau. Was es saugefährlich macht in dem Fall. Das Schöne ist jetzt bei der Waffe, hier vorne der Hebel, die Anna blendet es dann ein. Ich glaube schon die Sprüche wieder Andi. Hier drückt man drauf, dann kann man sie öffnen. Sorry. Und jetzt ist der Schnacker, der Abzug schon nach hinten gesprungen. Und jetzt kann ich sie gefahrenlos entladen. Steck die Patrone ein, weil ich auch keinen Bock eine halbe Stunde in der Kanzel nach einer Patrone zu suchen. Ja. Jetzt kann ich sie einfach entsichern, gehe vor, drück den Abzug und du den Kammerstängel langsam runter, jetzt ist er entspannt. Ja, also du kannst sie gesichert entladen und falls du den Stecher vergessen hast, was nicht passieren soll, nicht niemals. Darf. Also wer das macht, der soll nicht auf die Jagd gehen. Aber das ist ja beim Entstechen, also wenn du den Kammerstängel aufmachst, geht der Stecher raus. Das ist echt gut gemacht, das hat mich beim ersten Mal schon beeindruckt, muss ich sagen. Also ohne Handspanne trotzdem sehr viel Sicherheit. Ja, maximale Sicherheit ohne Handspanne. Richtig. Kaliber musst du schnell sagen. Das ist ein 8x57, ne? Gott erschuf die Welt an 7 Tagen, am 8. die 8x57. Jawohl. Das ist mein Lieblings, ich finde das Kaliber mega. Wollte auch ganz bewusst das Kaliber schießen. Gibt es in unzähligen Kalibern. Ja, gibt es in alles. Aber nicht alle Varianten. Also die kriegt man Magnum 8,57, 9,3, 308 natürlich, 3006. Also geht die auch runterwärts bis 2,22, 2,23? 2,23 glaube ich gibt es. Ja. Haben wir neulich eine Diskussion gehabt. Aber ohne Gewehr, aber da muss man halt einfach schauen. Das muss man, muss da schauen, was er damit vorhabt dann. Ja, richtig. Ja. Also. Da hätten wir das deutsche Backen hat sie deutsche Backe, genau. Das finde ich immer ganz schön, wenn da ein bisschen was ist, wenn es nicht ganz so flach ist, der Schaft. Normale Schaft, kein Schweinsrücken, kein Monte Carlo, nichts. Schöne Fischhautapplikation, also die hält, die rutscht euch nicht durch. Die ist wirklich sehr schön und in meinem Fall ist es ein Gebrauchsgegenstand. Das heißt, hier und da ist ein Glatzen drauf, darf es aber auch haben, weil das Gewehr darf ja auch seine Geschichte erzählen. Was man jetzt nur sagen muss, das habe ich jetzt gerade einmal probiert. Ich habe die Bufferpatrone einmal durchrepetiert. Der Schlossgang ist ordentlich. Das ist gar ganz hervorragender Schlossgang, dass man sagt, der geht wie Seiden. Das sind Büchsen für 1200-1300 Euro, was willst du aber erraten? Der geht, das repetiert, du bist schnell, hast gesehen, man kann wirklich flott repetieren damit. Das ist ein ordentlicher Schlossgang, das Ding ist stabil, da hast du was in der Hände, hast du was hiemigst. Was auch schön ist, ne, zur Laufsicherheit einfach hier den Knopf drücken. Ja, machst du raus. Könnt ihr die Laufsicherheit prüfen, ist ja bei manchen Gewehren nicht so einfach. Einmal frei, könnt ihr Arme sauber machen, abbürsten, könnt ihr mit der Bohrsnake schön durch und könnt immer prüfen, ob der Lauf frei ist, verschmutzt oder ähnliches ist. Ihr könnt immer durch den Lauf durchgucken. Verriegelung ist eine Warzenverriegelung oder Warzenverschluss? Sechs Warzenverriegelung, glaube ich, haben wir hier. Ja. Ein bisschen technisch müssen wir ins Detail gehen, wenn wir das auch mit haben. Und die schießt wirklich butterweich. Ist noch mit dem Schalli noch dazu. Also die Waffenkocher jetzt Madler schießen, wo bloß 45 Kilo hat. Also. Was ich jetzt noch sagen muss, was mir gerade aufgefallen ist, das Ding der Hinterschaft ist relativ lang. Da kann man das aber runterschrauben wahrscheinlich. Macht man das ein bisschen weniger. Lass das vom Büchsenmacher kürzen, ist alles kein Problem. Richtig. Na, ich weiß nicht, ob sie dann, wenn sie Plastik sind, kürzer. Aber das müsst ihr wissen, wenn ihr so klar seid wie ich, bin ich der Größte, dass der Hinterschaft ist relativ lang. Ja, fertig. Probiert, ne? Fertig. Genau, aber ist ja kein Ding. Büchsenmacher schneidet euch den hinten ein paar Zentimeter ab, macht die Schaftkappen wieder drauf und dann passt's. Euer Gewehr muss euch passen, weil sonst trefft er nicht und sonst muckt er irgendwann einmal und dann. Ja, und es ist einfach unbequem. Ich habe jetzt gesagt, ich hab repetiert und der Hinterschaft ist so lang. Ja. Ist einfach nicht ganz so schön. Zum Glas machen wir nur schnell und dann sind wir fertig. Das hat die Optics. Nachtfalke gehen 3. Ich glaube, jetzt heißt es mittlerweile anders. 8x56. Ich glaube, zu DD Optics haben wir schon mal was gesagt. Ich finde es genial. Du hast einen guten Parallaxe-Ausgleich, kommst runter bis auf 20 Meter. Für die Nachtsicht extrem wichtig, wenn du da ein Nachtsichtgerät hast, wie ich, ein digitales Nachsatzgerät, kriegst du das Bild trotzdem scharf. Wie gesagt, 8x56, mehr dann schön Leuchtpunkt. Und das muss ich einwerfen. Dieses Glas, ob es Generation 2 oder 3 ist, ist wurscht. Das Nachtfalke, in meine Augen, der beste Leuchtpunkt auf dem Markt. Ich habe nur keinen besseren gesehen. Also auch bei hochwertigeren Optiken, die Firma, wo mit Z anfängt oder mit S anfängt, für mich ist das, den kannst du so fein einstellen, den kannst du einstellen, dass du mit dem Nachtsichtgerät dass du nicht benutzen kannst, der überstrahlt nicht. Also, man denkt sich auf den ersten paar Stufen, da ist ja gar nichts, da ist ja gar nichts, da ist ja gar nichts, aber tut da mal euer Nachtsichtgerät hinten drauf, geht einfach mal auf einen niedrigen Punkt, auf 3 oder so und ihr seht dann euer Leuchtabsehen und es wird euch nicht blenden. Ja, also das muss man sagen, das ist sehr für mich der beste Leuchtpunkt auf dem Markt. Der ist wirklich sehr gut und das Absehen ist auch nicht zu groß.
Nee, das ist ein wertiges, vernünftiges Klo. Ich habe es mich ja nicht umsonst gekauft. Ja, ich habe es ja. Ich habe alle Generation 2, da habe ich sogar 2 Gläser davon. Und ihr könnt bis zu 15 Mal vergrößern. Das habe ich nicht. Ich habe bloß 12 glaube ich. Oder 10? Nein, 10 habe ich bloß. Na jo, ja, 15 Mal. Ich weiß halt nicht, ob man es braucht, keine Ahnung. 12 ist manchmal ganz angenehm, 10 ist manchmal ein bisschen Eischießen knapp. Vielleicht. Aber das muss dann auch jeder selber wissen. Die gibt es ja in zig verschiedener Varianten. Ja, freilich. Ja. Aber das muss man sagen, das ist vernünftig, das Klo. Jetzt nagel mich nicht fest mit Lichttransdingenskirchen. Das ist völlig. Also, das hat mir mal einer gesagt, der wirklich Ahnung davor hat. Scheiß doch drauf, was auf einem Zettel steht. Ja. Das Klo muss dir taugen. Du musst was damit anfangen können, du musst was damit sehen und du musst damit auf Yacht gehen. Und was jetzt auf Zahlen auf seinem Zettel stehen? Das ist wurscht. Scheißegal. Ob wir jetzt bei 96% sind oder 97%. Ja, oder ob du jetzt dann um 10:30 abbauen soll, 2 Minuten noch 10:30. Ob das die vielen 100 Euro wert ist, muss ich jeder selber fragen. So schaut's aus. Also, Olli, sind wir durch mit einem Quer? Jo, danke schön. Ansonsten gibt es noch was zu sagen eigentlich nicht. Ne? Nein, sind wir durch. Also wie gesagt, wem es gefällt, freut mich, wer nicht. Wer Fragen hat, Olli auf Instagram anschreiben. Ja, könnt ihr machen. Anna verlinkt sein Profil drunter. Ob er Antwort kriegt, ist was anderes, der ist ein wenig abgehoben, aber sonst. Ich antworte nur noch Fragen. Ja, macht auch Sinn. Also, Freunde, in diesem Sinne. Ciao. Weitermachen.